Hey Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge vom LS22 Projekt Azura. In der letzten Folge habe ich angefangen, den Teich auszubaggern. Oder auszugraben, wie ihr es nennen wollt. Und ihr seht, ich habe schon ein bisschen weitergemacht. Und wie wir befürchtet haben, ist er drunter Wasser. Heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtiger fahren. Nicht, dass wir irgendwas kaputt machen, weil das wäre scheiße bei unserer ersten Aufgabe. Unser LKW ist auch gleich voll und dann fahren wir das weg. Aber ich mache jetzt erstmal den komplett voll. Und der Chef hat mich auch angerufen, dass wir uns nach dem Schaufel schnappen können, weil die hat nur 3508 Liter und der größere mit 6500 Liter, glaube ich. Wenn ich es jetzt richtig gesagt habe, sorry für dich. Und ich würde sagen, wir kontrollieren mal, wie voll das Ding ist. Nicht daran, aber. Ja, sorry. Ah, der ist fast voll, da fahren wir jetzt schon weg. Aber ich weiß nur gerade ab. Und hoffe, dass der mir nicht irgendwie hier im Schleim. Es tut mir leid, Leute. Dass der mir hier im Schlamm versinkt. So, dann fahren wir jetzt mal raus. Nur jetzt mit dem LKW rausfahren wird nicht gerade leicht. Weil ich Wasser, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ist das gut? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das muss nicht gut sein, mit Autos oder LKWs durch Wasser zu fahren, dafür sind doch gute da. Aber es ist kein Problem. So chillig. So chillig war nicht, sorry. Wir fahren immer schön lang. Wie ihr seht, ist schon halb 10, also ist jetzt gleich Mittagspause. Oder. Wie heißt das? Nee, nicht Mittagspause. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich. Wie immer, wenn ihr Lust habt auf mehr, lasst euch mal gerne ein Like und ein Abo da. Es tut mir leid. Ich bin ja gerade ein bisschen rausgeflogen. Ja. Das war nicht mit Absicht. Schön den Berg hier runter und diesen Riesenberg hier runter. Ja, 83 ist ja nichts. Wer fährt bitte nur 83? Nein, ich fahre nicht 83. Ich fahre auch kein Auto. Fahrt ihr ein Auto und welche? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Jeder fährt doch. Ich weiß es nicht. So, dann kippen wir den Laden mal. Ich glaube, das kommt noch hier unten. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich auch noch nicht so ganz hier umgeschaut. Hier unten soll dann angeblich der Stein. Ja, hier ist der Steinkrosche. Und dann ist hier, ja, hier ist ein Bergbau. Das wird wahrscheinlich Bergbau. Aber hier gibt es nirgends vor, wo Erde liegt. Dann mache ich jetzt mal einen neuen Platz, wo hier jetzt. Oder was ist das überhaupt? Erde, ne? Schlamm, Erde? Ich bitte ihn gerne in den Kommentaren auf. So. Hier Erde noch mal hin. Alter, was hat der für einen langen Arm? Also halt Hydraulik-Dings. Und dann wäre der jetzt leer. Können wir direkt weiterfahren. Fahren wir hier weg. Das Licht kann ich schon ausmachen, ist ja nicht mehr dunkel. Dann kann ich auch gucken, dass ich mir eine größere Schaufel hier reinlege. Ja, aber die kriege ich dann nicht mehr raus, ne? Irgendwie schade. Und was passiert? Doch, hä? Das Ding geht echt auf. Das ist ja gut. Dann fahre ich den Laden. Da hinten ist die Schaufel, ne? Oder doch? Ich fahre mal nach hier oben. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher. Weil. Ach, da. Wo dick? Einfach hier ist eine. Die kann ich
dran. Und da so. 9 Millionen. Was ist das für ein auf 180er, ja? Nehme ich mir einfach mal mit. Wird auch schon immer besser sein. Natürlich, sehe ich gerade. So. Dann stelle ich den jetzt mal wieder hier hin. Ich hoffe, das macht den Mitarbeiter hier nichts aus. Und dann steigen wir wieder in den Nutzer rein, klappen das Ding zu und spannen wir dran. So. Da haben wir auch gleich die neue Schaufel mit. Und dann fahre ich jetzt mal kurz zu unserer Baustelle und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich glaube, ich fahre jetzt mal kurz durchs Wasser. Ich hoffe, der Chef passt mich nicht gut. Ich glaube, ich muss anders fahren. Wir drehen mal komplett um. Dann können wir auch direkt rausfahren eigentlich. Da hinten kommt auch schon ein bisschen Wasser raus. Das nehmen wir von der Sohle. Dann klappen wir das auf. So, dann stellen wir unseren Radler. Die Schaufel mal kurz hier ab. Perfekt. Von hier ran. Machen wir mal kurz die Spannhütte ab. So. Die Schaufel können wir erstmal da liegen lassen. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Dann würde ich sagen, wir fahren mal nach kurz hier hinter durch und machen uns einen kleinen Strich, wo wir dann weitermachen. Alter, die kann ja wesentlich mehr aufhören. Weil ich sollte das Ding vielleicht auch zukünftig trotzdem. So. Ja, und der wird auch wesentlich schneller voll. So, dann hätten wir das Ding geschaffen. Dann können wir doch eigentlich ruckzuck hier hinten auch in den Kram fahren. Ja, so geht doch. Ein bisschen. Bis hier. Das noch mitnehmen. Dann können wir eigentlich nur noch runterfahren. Und dann runter nehmen wir es runter. So. Geht schnell. Mit Bagger hätte es, glaube ich, länger gedauert. Also mit Jahren oder mit auf jeden Fall schon. Die Schaufel fühlt sich so schnell auf. Hammer. So, das auch. Also drei Schaufeln haben wir jetzt hier drin. Wie voll ist das? Das würde ich mich fragen. Also drei Schaufeln ist ein bisschen mehr als Hälfte. Das heißt, es würden so etwa fünf Schaufeln reinpassen. Wie soll es jetzt? Ja, also gute 5 Schaufeln passen rein. Das ist gut.
Oh, jetzt habe ich das Ding gelassen. Aber das kriegt keinen Empfang. Und so, das Ding wird leer. Das wird eine richtig schöne Bade. Ja, jetzt Badesee. Mitten im Wald. Ah, jetzt ist voll. Na gut, dann würde ich sagen, ich bringe das jetzt auch schon weg, aber das war's für die Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich hoffe auch, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne ein Like und ein Abo da lassen. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis denn, euer Sam.